So, das ist unser schönes Zimmer. Das müsst ihr euch einmal angucken. Warte, ich stelle mich am besten wieder auf das Bett. So wie Der eben. Buche da unten ist übrigens auch Einrichtungsgegenstand. Hallo? Richtig, die bewegt sich nur manchmal. Dann Wenn haben du mal wir. so piep-piep sagst, dann macht die was. Hier haben wir unsere Superlampe. Ups, oh Scheiße, jetzt bin ich irgendwo drauf getreten. Ja, also übelst geil, vorhin die Befestigung. Eigentlich ging die gar nicht, aber wir haben sie wieder Und heil hier gemacht. extravagant geil. Und das Beste ist noch, ups, Jetzt hast du wieder schwarz. Schrott gemacht, na toll. Egal, dann haben wir hier Hängt wieder. eigentlich Filzbett, aber da sind Ameisen, deswegen ist das nicht mehr Filzbett und Phil pennt bei mir. Wenn man jetzt hier genauer guckt in unserer Nahrung. Warte, sei leise. Dann sieht man es. Ach nee. Da, hier, da, hier, da. Da. Überall her. Das ist wieder Licht, das sind kleine schwarze Punkte, Ameisen. Da, hier, da, unser, ab da. Da sind sie, Mistviecher. Da sind, ich habe überlegt, wie wir kacken können. Hier sind auf jeden Fall Ameisen. Dann haben wir hier wieder die schönen Steckdosen. Einmal gucken. Das ist, die das kann man haben wir eigentlich. Gestern Abend wieder reingemacht. Deswegen geht die jetzt auch wieder. So, und dann Scheiben natürlich kaputt. Wer Ohne braucht Arsch. Scheiben? Zeig mal unsere Falle, unsere Ameisenfalle. Warte, erst zeigen wir den aus dem Puff geklauten Vorhang. Weil der ist prima und der ist so richtig groß, der reicht genau für ein Fenster, danach ist und Ende. Und wir haben noch einen Puffschrank, der hat auch der einen kleinen Sound. Der ist aus dem anderen Puff. Und dann haben wir hier, oh, hier sind auch wieder, hier sind wieder Tiere überall dran. Das ist Markenware, polnische Qualität. Dann haben wir hier unseren Schreibtisch, aber der, da waren auch Tiere dran, deswegen haben wir den rausgestellt. Auf unseren Superbalkon mit unserem Supergarten. So. Ja, mach mal schnell zu, sonst kommen mehr Tiere rein. Ja, so hier, und die doppelt verglaste Tür reicht leider Fenster, noch. Was? Ja, dann nur noch ein Fenster. Würde ich mal, zwei wäre ja Luxus, ne? Man kann übrigens hier auch, das ist total sicher hier, man kann ungefähr 700 Mal abschließen. Das hat total Sinn. Bis das wieder einer offen kriegt, boah, das haben wir, das ist total sicher hier. Und jetzt geht's weiter. Und ich möchte noch ganz gerne die Fenstertechnik zeigen, weil... Ah gut, ah super, das hätte ich fast vergessen. Wir haben Fenster, die das aufgehen Fenster könnten. Und, Ja. Die Fenster sind festgeschraubt, nicht wie in Deutschland. Das hier ist das einzige Luxusfenster. Zwei Glasscheiben. Wirklich? Zwei Stück. Davon ist eine zwar zerbrochen, aber das macht nichts. Und hier unten, der Aufmachemechanismus ist auch für den Arsch. Lass den bloß zu, denn sonst geht's nicht mehr, weißt du, ne? Ja, achso, und das Sofa, das hatten wir auch einmal, nur das ist jetzt... Das ist kaputt, weil da liegt irgendwie was neben. Ist aber nicht schlimm. Wir brauchen Sofa. Phil fängt ja bei mir. Dann kommt der Lichtschalter. Ach genau, der Lichtschalter. Der Lichtschalter geht irgendwie... Geht ab und zu ab. Die Steckdose da drunter ist natürlich auch wieder so richtig geil fest. Man kann... Ja. Nee, das kommt jetzt. Hier oben ist... Warte. Hier ist unsere fast verputzte Decke. Ist schon mal sehr gut, genauso wie da vorne auch. Oh, die, also die Tür hat dann auch versucht, prima gerade einzusetzen. Also. Ja, so mit gerade haben die es hier nicht so, aber das passt schon. Schiefes Modern. So, genau. Und jetzt kommt das duale Leuchten. Wir haben zwei funktionierende Lampen, das ist also, Wahnsinn. Also, nachdem wir sie repariert haben. Und Action! Ja, da geht eine und da vorne noch eine funktionierende Lampe. Und seitdem wir eine Glühlampe aus dem anderen Zimmer geklaut haben, funktioniert die Lampe hier vorne auch noch. Einmal bitte und, schauen. Zeigen wir mal. Und Action! Dauert nur ein bisschen, aber funktioniert perfekt. So, dann haben wir hier unsere Superdusche. Also das ist Fritose. Die hat Fritose, genau. Rein, aber nicht duschen. Man hat hier die Superdusche. Das ist, wenn man hier aufdreht, das nicht aufdreht, dass man jetzt, genau, zeig ja, einmal, wie schön das wackelt. Das ist einmal blau und das ist rot. Ne? Genau, das ist warm und das ist eigentlich Zucker. Scheißegal, was man aufdreht, es kommt immer Eis raus. Richtig. Mach mal einmal wackeln. So sieht das aus. So, das Geilste ist, man muss dann noch nicht mal aufdrehen, es kommt auch so Wasser raus. Genau, man muss nur ein bisschen wackeln. So, das hier vorne, unser Schrank. Erst unser Schrank? Nee, eigentlich wollte ich mit der Okay, Tür machen wir. Ach genau, weil ja, eine ja. Seite geht zu, problemlos fast, nachdem wir das heute Morgen gelöst haben, aber die andere Seite, die hat einfach keinen Bock mehr. Braucht zwei Seiten, eine reicht völlig aus. Ja. So. Gehen wir weiter zur Dusche. Nee, Schrank. Schrank geht seit neuestem auch auf, aber kann man. Also seitdem wir da unten die Leiste in der Küche brauchen. Ah!
so. Ja, also der Schrank ist eigentlich begehbar, weil dahinter geht es noch viel weiter. Das ist, glaube ich, nicht Absicht, aber hier das ist nicht schlimm. Zu sehen ist eigentlich der Himmel, der da überall kommt, aber hier haben wir auch noch... Genau, wir haben da hinten eigentlich ein Bar. Packt ja nicht rein, Christian. Wir machen den besser wieder zu. Also wir haben einen Doppelschrank. Einmal hier unten und einmal hier oben. Man könnte wirklich was reinpacken, glaube ich. Also es ist möglich. Ja, nur ich meine so mit Spinnen und Ungeziefer und wir können noch einen tollen Bauch zeigen. Nein, warte. Okay, wir machen jetzt erst wieder Pause. Wenn er nämlich wieder abkrankt, drehe ich am Rad. Okay, und tschüss.